Es gibt nur noch eins zu tun, Oscar. Das, was alle schon immer von mir erwartet haben, seitdem ich damals zu Hans in den Zug gesprungen bin. Einfach vernünftig sein und nach New York zurückkehren. Ich schätze, alles hat einmal ein Ende, Oscar. Nicht wahr? Meine Waggonnummer. Dieses Ticket bringt mich zum internationalen Flughafen Wagen und von dort zurück nach New York. Ich muss ein Telefon finden, um Olivia anzurufen, bevor ich die Bahn nehme. Bei dem Ärger, der mich in New York erwartet, brauche ich alle Hilfe, die ich kriegen kann. Meine Bahn zum Flughafen steht am Bahnsteig. Ich sollte nicht im Bahnhof herumwandern und mich verirren. Da ist meine Bahn. Wenn ich am Flughafen bin, nutze ich das Ticket nach New York, das Olivia mir geschickt hat. Das wird das Ende meiner Reise. Das ist der richtige Waggon, aber die Tür ist noch zu. Bitte zeigen Sie Ihre Fahrkarte vor. Von Wagen Abschied zu nehmen, ist schwerer als gedacht. Ich bin erst ein paar Tage hier und doch fühle ich mich diesem Ort verbunden, seit ich weiß, wie stark er mit meiner Geschichte zusammenhängt. Im Zweiten Weltkrieg fuhren die Deportationszüge von dieser Haltestelle aus ab. Wie viele Leben haben diese barbarischen braunen Schatten vernichtet? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit für die Ermordeten? Ein Ticketentwerter. Damit muss ich wohl den Tag einstellen.
Hallo? Olivia, ich bin es. Was willst du? Haben wir letztes Mal nicht alles gesagt? Du hattest recht, Olivia. Seit Moms Tod laufe ich Hirngespinsten hinterher. Aber ich fand meine Großmutter. Deine Großmutter? Aber Kate, sie ist doch schon vor Jahren in New York gestorben. Nein, ich meine meine echte Großmutter. Egal, es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre dir alles, wenn ich zurück bin. Oh, du meinst... Ja, ich fliege zurück nach New York. Das ist wunderbar, Kate. Ich benachrichtige besser Mr. Canton. Er folgt dir immer noch. Am Flughafen wird dich wahrscheinlich die Polizei erwarten, aber keine Sorge, Dan hat Beziehungen. Er kann dir sicher helfen. Vielleicht kann er Marson und Lormond überzeugen, die Anklage fallen zu lassen. Oh, danke. Das wäre eine Erleichterung. Die Bahn zum internationalen Flughafen Osterthal steht kurz. Ich muss los. Die Bahn zum Flughafen fährt gleich ab. Ja, beeil dich. Wir holen dich am JFK ab. Ich bin stolz auf dich, Kate. Das ist die richtige Entscheidung. Olivia? Ja? Hör zu, es tut mir wirklich leid, was passiert ist, seit ich New York verlassen habe. Es ist nur, ich musste einfach daraus. Ich musste mein Leben ändern. Frei sein, es war wie eine Berufung. Und dieser Berufung bin ich in den letzten paar Jahren gefolgt. Mir ist klar, dass ich nicht mehr dieselbe bin, die ich damals in New York zu sein glaubte. Ich bin diese seltsame Person, die auf immer neue Züge aufspringt. Eine Reisende ohne Ziel. Wie die alte Schamanin mich einst nannte. Wovon redest du? Welche Schamanin? Das ist jetzt egal. Was wirklich zählt, ist wohl, dass ich es nicht bereue, die letzten Jahre endlich ich selbst gewesen zu sein. Wirklich nicht? Ich weiß, Olivia. Ich habe euch verletzt, während ich das alles durchmachte. Diese Reise. Meine Mom, Dan, dich. Das weiß ich. Und es tut mir so leid, Olivia, wie viel Kummer ich dir gemacht habe. Danke, Kate. Es tut wirklich gut, das zu hören. Und, naja, weißt du was? Diese neue Kate gefällt mir. Ich muss jetzt wirklich los, Olivia. Ich rufe dich vom Flughafen aus an, sobald ich einen Flug habe. Ja, ist okay. Beeil dich lieber. Pass auf dich auf, Kate. Okay, du auch. Mach's gut. Bis später. Offenbar ist dieser Mechanismus direkt mit der Tür verbunden. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Einsteigen Ihre entwertete Fahrkarte vorzuzeigen. Tut mir leid, Ihre Fahrkarte ist nicht entwertet.
Damit muss ich wohl den Tag einstellen. Mit dem Stanzer stimmt etwas nicht. Vielleicht der Druck? Jetzt ist mein Ticket entwertet. Ich muss nur noch an meinen Platz. Dieses Ticket bringt mich zum internationalen Flughafen Wagen und von dort zurück nach New York. Meine Bahn zum Flughafen steht am Bahnsteig. Ich sollte nicht im Bahnhof herumwandern und mich verirren. Also, ist das nun wirklich das Ende der Reise? Ja, Oscar. Ich fürchte, so ist es. Olivia hat mir ein Flugticket nach New York geschickt. Was, wenn ich... Nein, keine Chance.
Sie wirken traurig, Kate Walker. Sie sprachen ständig davon, dass sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Verließ ich die USA, um mich an den einzigen Ort zu begeben, der mir etwas bedeutete. Leb wohl, meine liebe Leni. Den einzigen Ort, der mir etwas bedeutete? Kate Walker ist alles in... Ich weiß, wo sie ist. Also wo Dana hinging, nachdem sie die USA verließ. Die Flughafenbahn steht kurz vor der Abfahrt. Bitte nehmen Sie... Oscar, wir müssen los! Personen, die nicht zum Flughafen wollen, bitten wir, unverzüglich auszusteigen. Denn hier? Heimkehren. Was ist mit dem Ursel Leni? Leni ist weg. Starb im Schlaf. Zu viel Schuld. Zu viel Trauer. Oh. Ich brachte sie in die Berge zu Leon. Jetzt sind sie zusammen. Was ist mit Ihnen, Kate Walker? Auch ich bin dabei, heimzukehren. Gewissermaßen.